sein mögen. Wir sollten im Programm weitermachen. Das gibt ja dann wieder Stoff zu den nächsten Diskussionen in der Pause. Vorhin im letzten Beitrag ging es um Methoden der Integration von Spielelementen in vorgefundene Dokumente, am Beispiel der Arbeit von Alexander Kluge, bis hin zum Hineininszenieren fiktiver Personen. Der nächste Beitrag von Birgit Hein wird uns Auskunft geben über Dokumentarisches im Experimentalfilm. Frau Hein ist Professorin für Film und Video an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und diese Funktion signalisiert ja schon den anderen Ansatz, die andere Blickrichtung. Kurz zur Biografie von Frau Hein. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft, das ist ein häufiger Weg zum Film, zahlreiche Filme, Performances und Installationen mit Wilhelm Hein zusammen. Dann 1968 war sie Mitbegründerin von X-Screen in Köln und hat seitdem viele Veröffentlichungen zum Thema Dokumentarfilm aufzuweisen. Seit 87 eben die Professur, seit 90 die Professur in Braunschweig und 91 entstand dann ihr erster eigener Film, Die unheimlichen Frauen, gefolgt von Baby, I'll Make You Sweet von 1994 und Eintagsfliegen 97. Frau Hein, ich würde Sie bitten, aufs Podium zu kommen. Wir sind alle gespannt. Und nur zum Organisatorischen, wer vorher noch nicht da war, wir haben ein ganz klein wenig umgestellt. Nach dem Vortrag von Frau Hein machen wir dann gleich die Mittagspause und nach der Mittagspause, die ein bisschen nach vorne rutscht um 14 Uhr, Ulrich Wegeners Beitrag. Bitte, Frau. Also ich will mich jetzt nicht aufhalten mit der Begriffsbestimmung von Experimentalfilm. Das gibt immer wieder Diskussionen, aber ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen diesen Begriff, wir verstehen unter dieser Sache ganz bestimmte Arbeiten und ob der Begriff nun wirklich passend ist oder nicht, das soll uns jetzt hier nicht interessieren, das würde zu lange dauern. Und genauso benutze ich auch den Begriff dokumentarisch jetzt so, wie wir ihn eigentlich bisher verstanden haben, ohne ihn jetzt nochmal zu zerpflücken. Als ich von Rolf Bäumer aufgefordert worden bin, hier an dieser Tagung teilzunehmen, sind mir wirklich also ganz spontan zwei Autoren und mit ihren Filmen eingefallen. Und das war Andy Warhol und Kenneth Anger. Und dann habe ich das erstmal ruhen lassen und als ich mich dann jetzt näher damit beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass das wirklich genau, also diese beiden Autoren vertreten genau die beiden Bereiche, in denen dokumentarische Arbeit im Experimentalfilm relevant ist. Auf der einen Seite, oder wichtig ist, auf der einen Seite das Einbringen des Privaten, Persönlichen in die Arbeit mit Film und dazu gehört natürlich dann sofort, also im nächsten Schritt, die Überschreitung von Tabus, die Auseinandersetzung mit der Sexualität in einer Art und Weise, wie sie eben vor allen Dingen im Spielfilm, dem vorherrschenden Film Tabu ist. Das ist mit Kenneth Anger belegt. Zum anderen die Auseinandersetzung mit der Reproduktion der Realität durch die Kamera bis hin zu dem Punkt, wo die Kamera autonom Realität konstruiert, das heißt die Loslösung vom Auge. Und das ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Aspekt, über den wir hier heute auch noch, also in der ganzen Tagung auch noch nicht gesprochen haben. Und ich will zunächst also zu der formalen Richtung sprechen. Damit das ein bisschen klarer wird, gehe ich da auch in die Geschichte zurück. Die Verarbeitung von dokumentarischem Material beginnt bereits ganz zu Anfang der 20er Jahre. Ein berühmtes Beispiel ist der Film Ballet Mechanique von Fernand Léger. Und der hat bereits das formuliert, was also später auch für Warhol wichtig ist, dass die Kamera etwas schaffen kann, was das Auge nicht sieht. Er war fasziniert von der Detailaufnahme von einem Bild, dass die Kamera uns ein Bild geben kann, was wir mit unserem Auge so überhaupt nicht wahrnehmen können. Und den Film, den er gemacht hat, und das Zweite war, dass man also auch Bewegung nicht nur die Illusion von Bewegung darstellen kann, sondern also auch Bewegung künstlich herstellen. Und aus dieser Grundlage ist im Grunde Ballettmechanik konstruiert mit Großaufnahmen von Töpfen, Tassen, die mit Stocktrick zum Beispiel in Bewegung gesetzt werden oder Armen, Beinen von Schauspielerpuppen, von Schaufensterpuppen, verbunden mit Zahlen.
das Montageprinzip bei Léger zum Beispiel schon war nicht von dem Film von 1924, war kein erzählerischer Zusammenhang, sondern ein rhythmischer. Es ging also um ein visuelles Prinzip. In diesem Film, in Ballettmechanik von Léger, gibt es dann eine ganz berühmte Szene, die jetzt später für die Filmemacher der 70er Jahre immer beispielhaft und wichtig war, nämlich die Waschfrau, die immer wieder die Treppe raufgeht, also die erste Schleife, wenn man so sagen will, der Filmgeschichte. Es gibt natürlich auch eine Achterbahnfahrt, eine rasende Fahrt, das ist also die Übersteigerung der Bewegung. Aber was also jetzt, ich will gar nicht weiter in diesen Film eindringen, nur als Beispiel, also diese Art, das war der Anfang, zum Beispiel der Einarbeitung von dokumentarischem Material in einem experimentellen Film. Man Ray hat das noch extremer gemacht, also ist noch einen Schritt weiter gegangen in seinem Film Retour à la Raison von 1923. Den musste er ganz kurzfristig, sollte er für eine Dada-Vorführung einen Film herstellen, weil man wusste, er hat eine 35mm-Kamera und da konnte er so ungefähr 1 Minuten Sequenzen aufnehmen. Und man wusste auch, dass er da in Paris aufgenommen hat, Straßen, Nacht, also beleuchtete Autos nachts, Straßenlichter und so weiter. Und dann hat er, das war aber nicht genug, und dann hat er eben diese Idee gehabt für diese Vorführung, dass er den Filmstreifen direkt belichtet. Das heißt also Nägel und so weiter auf den Filmstreifen legt, das belichtet und das dann projiziert. Das ist, wenn man so will, die direkte Identität von Abbild und Objekt. Denn der Nagel, der da abgebildet ist durch das Fotogramm, ist in genau der Größe auch darauf vorhanden. Bei der Filmvorführung war es dann so, er hat dann sein dokumentarisches Material und diese Fotogramme zusammengeklebt zu einem Streifen, der dann auch während der Vorführung mehrmals riss, und weil er so heiß geklebt war. Und diese Vorführung von Film war sozusagen der erste Skandal, weil zum ersten Mal das Publikum konfrontiert wurde mit Film, wie das dir völlig der Vorstellung von Film überhaupt zuwiderlief. Gut, diese Entwicklung geht weiter, diese formale Auseinandersetzung ist zunächst unterbrochen natürlich durch die 30er und 40er Jahre. Ich mache jetzt den Sprung zu Warhol, der im Grunde genau da fortfährt. Warhol hat viele als seine ersten Filme zum Teil so gemacht, dass er nur eine Einstellung festgelegt hat und dann sogar weggegangen ist. Also er hat noch nicht mal hinter der Kamera gestanden. Also sein Ansatz war, alleine die Einstellung zu bestimmen. Und was dann passiert, ist schon so ein solcher fundamentaler Umsetzungsprozess, dass da nicht mehr künstlerisch eingegriffen werden muss. Diese Ideen oder diese Vorstellungen stammen aus der Fluxusbewegung. Also man muss ganz klar sehen, dass also auch diese Ideen, so mit Film und Material umzugehen, nicht aus der Reflexion sozusagen des Kinos zunächst kommen, sondern aus einem künstlerischen Zusammenhang. Und obwohl Warhol als Pop-Artist bekannt ist, als Pop-Künstler, gehören seine Filme ganz eindeutig in die Fluxusbewegung, die genau um diese Zeit, um 1960, den künstlerischen Mythos dekonstruierte. Also der künstlerische Schaffensprozess sollte aufgelöst werden. Und es gibt eben dann diese Theorie von Masiunas, mit der Einheit von Form und Inhalt in der Form, dass also Abbild und Objekt identisch sein sollen, dass der künstlerische Prozess sich nicht mehr dazwischen schiebt. Also auf dieser Grundlage ist es zu verstehen, dass Warhol diese ersten frühen Filme gemacht hat, von denen ich heute kurze Ausschnitte zeige. Eben Sleep, Empire, Eat und 13 Most Beautiful Women. Diese Filme waren sehr grundlegend für die Weiterentwicklung des unabhängigen Films, des strukturellen Films, weil sie im Grunde die Frage stellt, was ist überhaupt der filmische Reproduktionsprozess, was ist es überhaupt, wodurch definieren wir überhaupt das Medium? Und da kommen wir eben zu den elementaren Dingen eigentlich.
Es geht um Bild und Zeit. Und selbst Bewegung ist nicht unbedingt ein Element des Films, ein notwendiges Element, sondern das Einzige, was die Basis sind, Einstellung und Zeit. Und Warhol hat das also sehr eindeutig definiert, indem er auch sehr lange Filme gemacht hat. Empire ist ursprünglich 8 Stunden lang. Und was man da sieht, ist zwar keine Bewegung, aber Veränderung. Das Bild verändert sich, das Licht verändert sich im Laufe des Tages. Also es beginnt morgens und endet dann abends. Und was wir jetzt hier sehen, ist ein ganz kurzer Ausschnitt von der Nacht. Und es ging ihm nicht darum, dass jemand also wirklich im Kino sitzen sollte und diese 8 Stunden sehen sollte. Sondern man konnte rein und raus gehen. Das war zum Beispiel also auch ein Prinzip dabei. Also auch wieder ein grundsätzlicher Schritt weg von der Idee des Erzählens, auch der Regie eines bestimmten, der Darstellung, also einer bestimmten Meinung, wenn man es also so ganz reduziert sagt, also die Kamera schafft die Realität und gibt selbst ein Abbild. Diese Ideen sind dann, also das sage ich jetzt schon, wir sehen uns dann den Film an, also ganz extrem zum Beispiel weitergeführt worden in einem Film von Michael Snow, La Région Centrale, ein 3,5 Stunden Film, der 1970 gedreht worden ist. Und da hat er eine Kamera konstruiert, die sich um alle Achsen drehen konnte, alle möglichen Achsen, die es überhaupt gibt, gesteuert von einer Maschine, die sehr aufwendig konstruiert war. Und er hat sie auf einem Berggipfel aufgestellt und das Ziel war, den Raum auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu erfassen. Aber der Ansatz eben auch, die Kamera ist losgelöst vom Auge und schafft dadurch eine eigene Realität, aber eben auch eine dokumentarische. Und das geht, also vielleicht wird das zu ausführlich, aber also das ist ein Ansatzpunkt, der wichtig ist für den unabhängigen experimentellen Film, vor allen Dingen für den strukturellen, der sich dann sehr auseinandergesetzt hat auch mit der Wahrnehmung, was bedeutet Wahrnehmung, mit der Form, mit Zeit, auch mit der relativen Zeitwahrnehmung. Und obwohl es also damals nicht so gesehen wurde, war das schon auch ein politischer Ansatz, nämlich grundsätzlich die Objektivität von Film in Frage zu stellen und alles filmisch Aufgenommene letztlich als Rekonstruktion zu sehen. Und da spielen also auch solche Dinge eine Rolle, das wollte ich noch erzählen, dass es wichtig ist, ob ein Film mit 18 oder mit 24 Bildern läuft. Der zweite berühmte Filmemacher oder einer der berühmtesten derzeit war Stan Brakhage. Und Andy Warhol kriegte den Preis der Filmculture und Brakhage war entsetzt. Er hat sich diese Filme angesehen, diese ersten, und sagt, was ist das? Das ist ja überhaupt nichts. Und weil er sozusagen genau der Typ ist, der so also künstlerisch mit dem Material arbeitet. Und er hat sich also wirklich Sleep 6 Stunden angeguckt, Empire 8 Stunden und so weiter. Und dann hat Jonas Mekas gesagt, ja, du hast einen Fehler gemacht. Du hast die Filme mit 24 Bildern gesehen. Er sagt, ja. Der sagt, ja, du hättest sie mit 18 Bildern sehen müssen. Und daraufhin hat sich Brakhage wieder hingesetzt und hat sich das alles nochmal mit 18 Bildern angeguckt, wo man weiß, dass das ja noch länger ist, und hat dann zugegeben, dass also Warhol ein Genie ist. Aber das, finde ich, ist eben wichtig, wenn wir überhaupt über Wahrheit, also über alle diese Dinge sprechen. Das ist nämlich interessant. Jonas Mekas schreibt dann über Andy Warhol, dass sein Ziel war, Wahrheit darzustellen. Es geht um die Wahrheit. Also ich meine, wir trauen uns ja heute gar nicht mehr, den Begriff auszusprechen, deswegen zitiere ich auch. In den 60er Jahren war man also irgendwie noch naiver und traute sich noch, solche Begriffe in den Mund zu nehmen. Also ich denke, wir gucken jetzt mal die Ausschnitte an. Ja, wie leider mit 24. Ja, das ist also jetzt auch wichtig dazu zu sagen. Also es sind aber auch sowieso nur Beispiele, also nur wirklich kurze Ausschnitte. Ich hatte sie falsch verstanden. Ich hatte gedacht, man könnte nicht Film mitbringen. Deswegen habe ich nun also extra noch diese schon heruntergekommene Filmrolle auf Video überspielt,
Und das ist also natürlich noch ein Qualitätsverlust. Es ist sowieso so, dass alles, was in Europa, fast alle Sachen von Andy Warhol Raubkopien sind und von daher in der Qualität sehr schlecht. Aber es gibt zumindest einen Eindruck. Also so am Husten könnte man schon merken, dass also auch 2 Minuten schon verdammt lang sind. Also wie wäre das erst, das ganz durchzustehen? Was für mich, für meine eigene Filmentwicklung also unheimlich wichtig war an diesen Filmen von Warhol, dass die Bilder dadurch, dass sie da so lange stehen und auch nichts weiter passiert, als Bild ihre Bedeutung bekommen. Also immer mehr im Grunde losgelöst werden von dem, dass sie etwas repräsentieren, sondern das Bild, das Filmbild in seiner eigenen visuellen Qualität wird dadurch zu einem eigenen Ereignis. Und das war für uns sehr wichtig, grundlegend für das Verständnis, wie funktioniert überhaupt oder wohin, was ist das Entscheidende am Avantgarde-Film oder Experimentalfilm? Und das ist eben das Bild zu lesen und das Bild zu sehen, was entsteht in dem Reproduktionsprozess. Und dabei kann man eben sehen, dass selbst also das, der elementarste, einfachste Form der Umformung schon ein neues Bild herstellt. Und das ist das, was Warhols geniales Verständnis war. Und wenn man das natürlich so sieht, wie in der 150. Raubkopie, also Video von, dann beginnt da schon eine völlig eigene Dynamik. Alleine auch, also es kommt doch Bewegung in die Filme, allein durch die Randlöcher, die ausgefranst sind. Aber man wird sich eben dessen bewusst, und das war ein wichtiger Teil, also in den 60er Jahren im Avantgarde-Film, dass eben zum Film auch gehört, der Bildstrich, die Randlöcher sozusagen zu der Wahrheit Film, gehört auch das Material der Streifen, wie er funktioniert. Und nicht die Illusion einer Realität, die er darstellt. Also darüber könnte ich jetzt noch stundenlang mich auslassen, aber es ist vielleicht schöner, wenn wir nachher diskutieren, wenn ich jetzt ziemlich schnell in das andere Beispiel, in die andere Form reingehe. Und das ist die Arbeit, die Einbringung der eigenen Persönlichkeit. Das wurde möglich zu der Zeit eben, als die 16mm Kameras also auch privat erschwinglich waren, als das Filmproduzieren überhaupt privat erschwinglich wurde. Denn in den 20er Jahren wurden ja alle Filme, waren es 35, und es konnten eigentlich die Filme nur mit Sponsoren hergestellt werden. In Amerika eben in den 40er Jahren begann diese Bewegung unabhängig von der Filmindustrie. Maya Deren ist die Theoretikerin, die das also sofort auch formuliert hat, den Filmemacher als Amateur, was Herr Dütsch so etwas verächtlich auch formuliert hat. Die hatten halt kein Geld und keine Schauspieler, da mussten sie ja was Reales filmen. Daraus ist aber eine wirklich eigene, wichtige Bewegung entstanden. Und Maya Deren selber, die diese Theorien vom Filmemacher als Amateur formuliert hat, hat selbst nur einen Dokumentarfilm gedreht, aber sie hat eben einen ganz wichtigen Punkt da schon angesprochen, formuliert, nämlich die Unabhängigkeit von der Zensur. In dem Moment, wo ich Film privat herstellen kann, muss ich mich nicht darum kümmern, wer mir meinen Film bezahlt, und zum ersten Mal bin ich frei von den Zwängen, was also auch dazu geführt hat, dass der erste Film, offene Film über Homosexualität, 1947 von Candace Anger mit gestohlenem Material von der Navy gedreht werden konnte. Aber Fireworks eben ist kein dokumentarischer Film. Aus dieser Filmentwicklung in den 40er Jahren ist aber dann eine Bewegung hervorgegangen, die der Tagebuchfilme, vertreten von Jonas Mekas, der angefangen hat von dem Moment an, wo er als Immigrant nach Amerika kam, nach New York, täglich oder also in regelmäßigen Abständen mit seiner Kamera Aufnahmen zu machen, von dem nur dokumentarische Aufnahmen von den Straßen in New York, von seinem Leben. Und die, wenn man die jetzt sieht, das ist Diaries, Notes and Sketches, wenn man diese ersten frühen Aufnahmen sieht, die sind so von einer unglaublichen Schönheit, die sind so berührend, so, das ist unwahrscheinlich. Später hat er unter dem Einfluss dann der von Stan Brakhage und Tony Conrad und so weiter, von den Filmemachern, die mehr formal gearbeitet haben, auch angefangen, seine Tagebücher in Einzelbildschaltungen aufzunehmen.
Und das ist eigentlich lange nicht mehr so schön wie die sogenannten unkünstlerischen ersten Tagebuchaufnahmen. Das Genre der Tagebuchfilme ist, zieht sich durch bis heute. Das ist also ein festes Genre im sogenannten Experimentalfilm. Und der Film, den ich jetzt zeigen will, Scorpio Rising von Kenneth Anger, der verbindet beides. Inszenierte Aufnahmen, also aber inszenierte dokumentarische Aufnahmen von Scorpio, einem Mitglied einer Motorradgang, mit der Kenneth Anger viel zu tun hatte, mit Dokumentaraufnahmen, die er auch von seinen Freunden von der Gang gemacht hat, auch das Ende dieses Films, ein Motorradrennen, bei dem der Hauptdarsteller zu Tode kommt, ist ein reales Motorradrennen. Das Interessante ist aber, also es ist so, diese Inszenierung, die er hier zeigt, die Geschichte, spielt sich genau in den realen Räumen ab, in denen also dieser Scorpio auch lebt. Und es ist also das ganze Ritual, sein Zimmer und so weiter. Aber es ist so beleuchtet eben, und die Kameraeinstellung, der Schnitt ist so, dass es wirklich wie eine Inszenierung aussieht. Eingeschnitten sind in diesen Film richtige sogenannte Dokumentar- und Amateuraufnahmen. Die sieht man, also ich habe das lange nicht gesehen. Gott sei Dank beschert uns ja Video jetzt die Möglichkeit, die Filme sich langsamer anzugucken, anzuhalten. Und dann, ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ich will also da ein paar Bilder raus festhalten. Dann sieht man, dass er da versteckt zum Beispiel, also ganz eindeutige sexuelle Aufnahmen gemacht hat, die dann diesen Film auch eindeutig interpretieren. Es geht, also er schneidet dann den Aufmarsch der Gang zusammen mit einem Jesusfilm, der im Fernsehen läuft. Also die Motorradfahrer gehen zur Party und dann sieht man Jesus mit seinen Jüngern und die marschieren auch fröhlich. Und dann zum Beispiel, also um das jetzt schon mal so vorzuerzählen, dann beugt sich Jesus zu dem Blinden, zu einem Blinden und macht ihn also sehend. Und in dem Moment, wo der Blinde sich runterkniet und genau also in dieser Höhe vor Jesus kniet und er ihm die also sehend macht, ist eingeschnitten ein nackter Penis, ganz kurz. Also es ist also eine eindeutige Beziehung, die da hergestellt wird. Und es kommen also auch noch andere Aufnahmen der Form, also zum Beispiel gibt es dann später eine Party, Halloween-Party, die ist ganz eindeutig eine reale Party, die stattgefunden hat. Ja, sehen wir uns den mal an. Und ich versuche mal, ob ich das schaffe, diese Ich habe es versucht anzuhalten, aber das hätte nichts gebracht. Ich glaube jetzt, wir sind auch viel besser geschult. Man sieht es jetzt auch so, die eingeschnittenen Bilder. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also was mich da eben daran interessiert hat, und ich glaube, wir können dann einfach gleich auch schon in Gespräch oder Diskussion reingehen, dass es zwei Möglichkeiten hier in diesem Film von inszenierten dokumentarischen Bildern sind. Denn also die ganze Geschichte ist ja, das ist ja auch kein, ja, wie soll man das bezeichnen? Die Bilder mit dem Scorpio, die eindeutig für die Kamera natürlich gemacht sind, sind trotzdem meiner Ansicht nach kein Fiction. Und die Motorradaufnahmen, die Aufnahmen von der Party sind ganz eindeutig, ja, würde man sagen, also gut gemachte Home-Movies. Ne? Also entsprechend meiner Vorstellung von Definition von dokumentarisch.